Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, wo ich mal wieder gevloggt habe nach ein paar Monaten. Oh, schaut mal. Bäume. Und darunter kamen mega viele Kommentare und ultra viel Feedback, deswegen habe ich mir gedacht, ich reagiere da mal so ein bisschen drauf. Hey Luca, richtig guter Vlog, würde gern sein wie du. Muss ich ganz ehrlich sagen, lieber, warte, wer hat den Kommentar geschrieben? Kongcrafter Luca. Das ist ein Scheißname. Kann ich auf jeden Fall verstehen, ich würde auch gern sein wie ich. Ich meine, nicht jeder ist so geil wie ich. Hashtag Best Vlogger. Ohne Spaß, wenn ich irgendwann mal anfangen sollte, öfter Vlogs hochzuladen als alle 3 Monate mal, dann wäre das der Hashtag, den ich auf jeden Fall immer benutzen würde. Ja klar, und letzte Woche, als ich an genau dem gleichen Ort in Amsterdam war, ist er nicht da. Das tut mir leid, also ich habe das ja auch nicht riesig vorher angekündigt, dass ich nach Amsterdam fahre oder so. Das war eigentlich fast schon eine relativ spontane Aktion. Also da war halt eine Party, die uns interessiert hat, und dann haben wir halt 2, 3 Wochen vorher gesagt, ey komm, lass da hinfahren. Aber ich fand es halt auch wieder richtig cool, wie die anderen Leute auf sie eingegangen sind, dass sie so ein bisschen traurig darüber war, dass sie mich nicht getroffen hat. Pech! Ich find's richtig cool, wie herzergreifend ihr immer umgeht untereinander mit euch in Wer schaut das Video auf dem Klo? Was seid ihr für Menschen, Alter? Wen interessiert's, ob ihr das Video auf dem Klo schaut oder mit Socken an oder nicht an? Hauptsache, ihr guckt's euch an. Dann kriege ich Views. Wer ist dafür, dass er mal ein Video macht, wo er nur mixt? Ungelogen, das ist so derzeit das, wo ich am meisten meiner Freizeit irgendwie reinstecke. Und zwar irgendwie mit einem DJ-Controller so ein bisschen rumspielen und irgendwelche Songs zusammen mixen und so. Wenn ihr da Bock drauf habt, dass ich irgendwann mal auf meinem Kanal hier ein Video hochlade, wo ich irgendwie 30 Minuten lang nur verschiedene Tracks ineinander mixe, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ich weiß, ich habe das noch nie so wirklich in Videos so großartig erzählt oder so, aber ich denke, die Leute, die mir bei Snapchat folgen, wissen es ja, dass wir irgendwie fast jedes Wochenende irgendwo in irgendwelchen Hausclubs sind und uns Mucke anhören. Und ich poste bei Snapchat auch so oft Sachen in meine Story, wo irgendwelche Remixes im Hintergrund laufen oder ich selber gerade irgendwas zusammenmische. Also ich glaube, wenn ihr mir da folgt, wisst ihr auf jeden Fall, dass Musik ein großer Bestandteil meines Lebens ist. Deswegen hatte ich echt schon in letzter Zeit überlegt, okay, wenn ich jetzt das eh so viel Zeit da reinstecke, warum lade ich das nicht einfach mal hoch? Also wenn ihr das wollt, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Du hast Bier gekauft. Das war Heineken. Das willst du doch nicht als Bier bezeichnen. Was ist das sonst? Heineken ist Bier. Heineken ist eine niederländische Brauerei, die am 12. Juli 1864 von Gerard Adrian Heineken gegründet wurde. Sie ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser, Busch, InBev und Saab Miller. Da hast du's. Heineken ist eine Bierbrauerei. Lol, mehr davon bitte. Das ist auch eine Sache, die mir enorm oft als Kommentar darunter gepackt wurde. Und zwar, dass Leute das wirklich gefeiert haben, wie ich den Vlog aufgebaut habe. Es war für mich wirklich vorher so, dass ich mir gedacht habe, okay, soll ich das jetzt wirklich vloggen? Ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt eine riesen DSLR mitzunehmen und irgendwie eine Drohne mir auszuleihen. Letztendlich habe ich dann einfach so eine ganz kleine Digicam oder so mitgenommen und habe einfach gedacht, komm, ey, wenn ich gerade Bock habe, dann hole ich die Kamera raus und filme das und so, aber zwing mich jetzt nicht dazu, irgendwas Interessantes zu machen, weil ich finde einfach, dass sehr viele Daily Vlogger ihren Tag nach dem Vlog aufbauen. Also, die sagen, okay, ich vlogge gerade, das heißt, es muss noch irgendwas Interessantes passieren, und da bin ich überhaupt nicht der Fan von. Wenn ich irgendwann Daily Vlogs machen sollte, und ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, aber dann werde ich nicht sagen, okay, es ist noch nichts Spannendes in dem Vlog heute passiert, ich werde jetzt doch schnell einen Baum fällen oder so, sondern ich hätte dann wirklich einfach nur diese kleine Kamera dabei und würde einfach das filmen, was ich eh mache. Und da bin ich halt so der Ansicht nach. Und deswegen so habe ich halt den Vlog auch aufgebaut, und dann hätte ich halt nie gedacht, dass es Leute in irgendeiner Form feiern. Weil letztendlich habe ich quasi nur gefilmt, als mir langweilig war. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ankommt bei euch. Aber ey, wenn ihr wollt, dass ich vielleicht mal öfter vlogge oder daily vlogge oder irgendwas, wenn ich es irgendwie hinkriege oder so in meinen Zeitrhythmus, dann lasst mal ein Like da. Okay. Wie lange hast du an dem Vlog geschnitten? Ich glaube so 4 Stunden um den Dreh, weil das krasseste waren halt, dass ich voll auf diese Untertitel eingefügt habe und Color Correction und Color Grading, das alles, das hat am meisten Zeit gekostet. Also, ja, Vorbereitung 1 Stunde und Schnitt dann nochmal so 3,5 bis 4 Stunden. Dieser Vlog ist schön, aber ist der auch gut? Halt deine Schnauze, Revi. Trinken als Vorbild von 6- bis 13-Jährigen echt cool und dann beschweren, wenn andere YouTuber so etwas machen. Erstmal bin ich nicht 6 oder 13, sondern 20 Jahre alt und ich darf Alkohol trinken. Und wenn du jetzt hier schon die Moralapostel spielst, ich habe selber schon voll oft gesagt, ich bin kein Vorbild, ihr sollt mich nicht als Vorbild nehmen, und ich weiß jetzt gar nicht, wieso ich mich jetzt irgendwie rechtfertigen muss. Also ich habe ja nichts Illegales getan
oder so. Und ich denke, es ist jedem selbst überlassen, ob er mal ein Bier trinken möchte oder ob er mal irgendwie mit dem Auto fahren möchte oder was weiß ich. Letztendlich könnte ich auch sagen, es ist schädlich, dass du dir das Video angeguckt hast und in der Zeit nicht nach draußen gegangen bist und Sport gemacht hast oder so. Aber ey, jeder soll sein Ding machen. Das war's hier von dem Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, lasst mal ein Like da. Ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel. Ich werde Daily Vlogger. Ich habe da ehrlich gesagt Bock drauf. Also schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob das überhaupt interessant wäre. Weil ein Daily Vlog wird von mir dann vielleicht nur 3-4 Minuten gehen, weil ich einfach nur so ein bisschen in meinem Leben immer filmen würde. Wie gesagt, schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet. Ihr findet hier ein Smiley eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und hier findet ihr nochmal den Vlog aus Amsterdam eingeblendet, auf den ich mich gerade die ganze Zeit bezogen habe. Könnt ihr auch auschecken. Ja. Das war's vom Video. Ja.